Ja, und diesmal scheint es wieder relativ deutlich in die Hände von Invictus Esports zu gehen. Tux! Bitte einfach übermannt von vier Mann. Sie gehen auf den Stay, starten also auf der City-Side. Gorillas müssen also erneut auf der T-Side starten. Und es ist klar die letzte Chance. Sie müssen jetzt auf Mirage abliefern. Und sonst werden wir heute mit einem 0 zu 2 aus diesem Best of Two rausgehen. Es ist ihr erstes Match in der 99-Liga. Also nochmal alles geben, am besten Cash komplett vergessen. Hier mal Kevlar, Kit, Smoke bei Zinn. Gorillas mit 5-mal Kevlar, 5 Glocks und 4 Mann erstmal straight Richtung B. Faction aimt die Mitte ab, währenddessen Invictus die Mitte offen lässt. Auf ein 2-3 Stack geht's. Mitte mal kurz offensiv reinschaut, damit den Glock sich den ersten infizieren möchte. Buddy bekommt die erste Info. Kit ist schon auf dem Spot drauf. Zinn geboostet. Buddy hat Probleme. Und Zinn wartet ab. Guckt, holt sich den ersten. Oh, den zweiten. Nicht mehr. Quantum alleine. Getaken mal von da. Gegen Kitchen gedoppelt. Und allein, dass sie eben schon drei Mann unten hatten. Auf dem B-Spot. Hat natürlich die Runde entsprechend gewonnen. Guter Start also für Invictus. Die Gorillas in der Pistole Icaron. Der Deagle, der P250. Und wieder frühe Granaten in Richtung Apps und bekommt ein paar Antworten. Kann aber noch keinen allzu großen Schaden austeilen. Wieder vier Mann vom B-Spot im Palace oben. Da steht Quantum. Mineralbrunnen. Respawn. Ja, sie doppeln Holz. Schauen defensiv in Richtung Sandwich. Defensiv in Richtung Palace. Dann hat man komplett geschoben. Oh, sie hören viele, viele Steps. Es gibt eine erste Flash. Man weiß, zwei Mann unten im Unterholz. Aber klar, MP5, Farmers regeln da einfach komplett. Und sie haben kein Glück mit dem Pistol Zone. 2-0 Invictus. Jetzt kommt's drauf an. Auf die erste Byron bei den Virtual Gorillas. 5 Arcas, na, 3 Smokes, 3 Flashes, eine Granate in der Hand von Muddle. Drückt erstmal doppelt den Connector und Ghost war ein bisschen zu offensiv unterwegs. Traut sich erstmal nicht nochmal Mitte offensiv reinzupieken, man bleibt eher defensiv. Ich hoffe auf einen möglichst sicheren Trade. Nur dabei selbst weiteres Teammitglied zu verlieren. Respawn, sieht den ersten an der Rampe. Mitte gibt es ein paar Granaten. Quantum, Snow riskieren den ersten Blick in Richtung Connector. Und Buddy steht bereit, falls sie wissen, dass Connector was steppt, was hochläuft. Aber gibt man schon offensiv ausschließen. Zinn merkt, hey, VB ist komplett open. Das heißt, sie können nur in Richtung A-Spot kommen. Respawn. Mineralbrunnen und Snow offensiv in Richtung Jungle. Hat man nicht mit gerechnet. 3 gegen 5 Unterzahl. Doch hier könnte man versuchen, vielleicht Waffen durchzubringen. 3 gegen 5 gegen AKs. Ach, da stehen die Chancen nicht allzu gut. Erster Nate sitzt. 30er an Snow. Molotov oben rein. Zinn erfolgreich im Pelle. Sie doppeln den CT. Holen sich 3 Entries in Retake. Quentin im Connector. Mandel an der Rampe. Bombplant. Oh, einfach defused. Der pusht da unten rein. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp.
Die zweite Runde, die sichere Anschlussrunde fast schon für die Gorillas, denn Victus spielt in der Pistol Eco Round, hat einmal Kevlar, eine Farmers und pusht mit drei Mann offensiv B durch. Ja, und den Vorteil hat Muddle schnell, geht eine Nade rein mit Snow, 1, 2, schnelle Fracks. Der Rest der Wahl kommt über einen Connector, über Underpass, schaut sich mal den A-Spot an. Sinn auf kurz offensiv, Mineralbrunnen, die Rampe durchgepusht. Ah, Connector, Window. Man hat Connector nicht gesehen. Bombe aber kommt jetzt, das ist über ein Tease. Bombe haben wir einen mit zwei. Jo, das ist richtig gut. Die Bombe ist down und er muss damit rechnen, dass Tux vom Arthur bereits durchpusht. Die Rampe offensiv kommt Mineralbrunnen. Nicht zum dritten. Oh, das wäre die Chance gewesen. Mitte oben, Step Buddy ist bekannt. Quantum schaut entsprechend rein. Bombe gepickt, schnell Richtung A-Spot bringen. Und Buddy hofft auf einen USB-Headshot, der sitzt nicht. Und der 2-2-Ausgleich ist geschafft. Triple M4, Doppel-Farmers, ein Kit. Und diesmal der 5-Mann-A-Aufbau, Mineralbrunnen. Aber kommt da durch, Holz den Headshot. Die nächsten Granaten unten Richtung Underwood, Respawn, hält Pelle, wollte zumindest halten, gibt einen ersten Flash raus, Mineralbrunnen, angeschossen, piekt Rampe nach, Ghost ebenfalls auf 30 und 10. Der pusht den T-Spawn durch. Wäre eine Möglichkeit, mit ein bisschen Überraschungseffekt und einem guten Timing in der Rampe vielleicht noch 2, 3 Fracks zu setzen. Buddy muss aufpassen, da kommt Close, jetzt die Chance für 10, die beide. Oh, und hat's dann doch nochmal. Dann hat 2, 3 Shots justiert. Letzten beiden Spieler rausgenommen. Die Führung bleibt bei Invictus. Aber da muss das Team um die Virtual Gorillas erst noch mal ein paar Runden warten. Doch hier die Force Barons, eine AK, eine AWP und eine Kevlar, der Glass Cannon. Riskiert es offensiv auf die Long Distance Sprays. Ah, Ghost wäre im Connector dabei gewesen, im Auszeichnung und auch getan. Nur es gäbe eben einen schnellen Trade auf dem B-Spot. Ersten Smokes Richtung B, auch von den Virtual Gorillas. Zinn mit einer Counterflash, eine Granate rein, kein gespottet, noch ist da nichts durch. Und versucht ein bisschen das Pre-Fire durch die Smoke, was belohnt wird. 50 Sekunden, Zinn siegt nochmal 2, 3 Mann, nächster Defensivmonitor und sie schieben zurück. Zumindest mit Faction und Tux, währenddessen Quentin und mit einer Granate vielleicht ein bisschen die Rotation Force, dass die eben nicht zurückgehen. Mit 40 Sekunden, die Zeit schon relativ knapp bemessen, müssen also aufpassen, dass sie da nicht zu viel Zeit investieren. Tux, Quentin. Zinn offensiv, schafft das aus dem Window raus. Bei 20 Sekunden war man immer noch hinten in Richtung Upper Mid. Hat man sich bei den Gorillas schon entschieden. Es geht also in den Waffensafe. So viele Waffen sichern wie nur möglich. Vielleicht Buddy nochmal durchs Holz. Und schöne Winkel gehabt. Und Zinn gegen die Diegel, macht doch mal guten Schaden, reicht aber nicht, um noch einen rauszunehmen, was optimal gewesen wäre. Kein Geld und keine Waffe gesichert. Somit zwingt man sich nochmals in die Byrons. Und da geht schnell Rampe raus. Schneller AWP-Peak nicht erfolgreich. Zinn mit der ersten Defensivsprung für Palace. Ja, schaut mal nach oben, nach unten. Tux.
ein bisschen Pre-Fire und Faction hat einen Minigap. Der Rampe-Smoke. Mal Flash rein, Smoke rein. Um möglichst viel Zeit rauszuholen. Die Gorillas haben ebenfalls noch eine Flash und eine Smoke. Nur was smoket man sich ab? Stairs, Jungle oder den CT-Spawn? Währenddessen natürlich Invictus schon fast alle Granaten auf dem A-Spot rausbaut. Jetzt kommen die Rampe durch, Molotov vielleicht ein bisschen zu spät. Respawn. Oh, die erste AWP ist weg. Quantum, Tux, kommen nicht aus dem Palace raus. Und auch Snow wird hier entsprechend bedrängt. Erster Trade für Quantum ist bekannt jetzt oben. Peak nochmal Richtung Spot, sieht Respawn. Weniger als 40 Sekunden. Und dann 2 gegen 4. Quantum versucht es nochmal. Tux kommt jetzt über die Rampe. Bei einem 1 gegen 4. Bombe down, immerhin auf dem Spot. Kann er schnell repicken. Er braucht 3 saubere Entries. Das ist schön, es war jetzt gehört worden. Die Flash ist brillant. Da kann Tux nichts gegen tun. Die nächste Pistole Ekeront. Wieder schnell auf den A-Spot. Wieder schnell auf A raus. Ghost. Doppelt mit der AP. Respawn. Und ein solider Freecast-Spraydown. Für die gegen Pistols only. Das heißt, keine große Kunst. Die Gorillas scheinen auf der T-Side nicht ganz reinzukommen. Vielleicht auch so ein bisschen der Flow, der da mitspielt aus der ersten Map von Cash. Mitte, Duell verloren. Buddy hat ein paar Steps vor B. Zum wieder am Pre-Feiern. Hofft auf sein Glück durch die Smoke erfolgreich zu sein. Und geht das Ganze wieder etwas offener an. Ah, Risiko will diesmal nicht eingehen, währenddessen es einen ersten AWP-Trade für Respawn gibt. Die Gorillas weiterhin gruppiert in Richtung Underpass, in Richtung B-Spot. Zinn hat ihn umgespottet. Ah, springt nochmal rein, die Flashbang rausgeworfen, aber kam viel zu spät. Und Tux staubt da ganz einfach ab. Unterzahl Retake für Invictus. Und das scheinen sie nicht mehr riskieren zu wollen. Ah, sie haben Reserven auf der Bank, aber warum denn vielleicht noch eine zweite AWP an Invictus abgeben? An Virtual Gorillas, Entschuldigung. Die Gorillas brauchen jetzt die Anschlussrunde. Scouts, AWP, Triple AK, wieder gemeinsamer 4-5-Mann-Aufbau für den A-Spot. Zumindest das Ganze erstmal defensiv gestaltet. Währenddessen auch Invictus, der mit 3 Mann steht. Einer im Window, einer auf Apps. Die Gorillas scheinen diesen A-Execute erstmal zu verschieben. Dafür geht's Mitte sehr offensiv. Zinn. Mitte ist frei. Ghost, schneller Peak unten Richtung Underpass. Buddy blind. Damit weiß man eigentlich schon, dass auf B was durchkommt. Aimt oben mit der AWP auf den ersten Shot nicht. Den zweiten auch nicht. On-Spot stehen sie schon. Und die Rotation ist da. Zinn von Kurz. Instigefeld von Quantum. Schaut Richtung Bank. Hinten steht noch immer Buddy Mitte ob. Und der macht jetzt, trifft endlich die Shots.
60 Sekunden für einen einzigen 3. Genug Zeit. Sollte jetzt in Victors One by One reinpieken. Aber Snow traut sich nicht, Shot abzusetzen. Molotov hinter Backside, damit Mineralbrunnen durchpushen kann. Er kann nicht vorm Bench, er muss irgendwo links an der Bench warten. Und auch Ghost hat Probleme. Respawn hält den Cross und ist zum Glück von der oberen Position aus Apps in einer perfekten Stelle mit Cross aufzuhalten. Snow ist raus, 7. Runde in Victus und nach einer Runde ist jetzt schon wieder Schluss. Das ist unglücklich. Das ist extrem unglücklich. Nun nutzen sie diese minimalen Geldreserven von der Bank dann doch noch, um nochmal zu reinvestieren und reinzuforcen. Mit 3 AKs, der MP5, und da springt man direkt instant offensiv im Palace rum, was sehe ich direkt im ersten Nachteil bedeutet. Oh, offensiv B gepusht. Mineralbrunnen. Dieter, Mitte, den Snow, Tutor. MP5 ist raus. Quantum auf 20. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Oh, die Flash dotzt unglücklich an der Wand ab. Rampe, offensiv, Zinn. Muss aufpassen, Muddle steht unten. Close, aber schon in die völlig falsche Richtung. Damit gerechnet, dass hinten am T-Spawn der Mineralbrunnen schon offensiv an der Rampe war, aber leider falsch. Es ist diesmal eine schnelle Halbzeitführung für Invictus. Und den man auf Cash da sehr lange für gebraucht hat, scheint man jetzt auf Mirage die Stärken ausspielen zu können. Das geht schnell Richtung Underpass. Ah, versucht man zu doppeln. Ah, wird die aufgenommen, aber auch hier machen die Pistols guten Schaden. Respawn mit 3 HP und er weiß auch, Tux steht unten close. Wird aber instant von der mit bedrängt. 10 auch ein bisschen. Aber der Shot ist sicher. Trotzdem hat man da fast 4 Mann verloren gegen die Pistol Ecorons. Das höre ich. Durchaus ein immenser Schaden gewesen wäre. Oh, wieder Glass Cannon, WP Perfection. Man scoped im Connector. 10. Heute immer noch offensiv drin. Hat Glück, dass da bislang keiner richtig ihn attackiert. Wie zum Beispiel jetzt aus dem Underpass. Gibt ein paar Offensiv-Nades Richtung Rampe. Close und Connector jetzt Faction mit der AWP. Muss erst mal warten, bis Molotov weg ist, um dann eben entsprechend sauber reinpieken zu können. Das traut er sich aber. Riskiert ziemlich viel, wird instant für bestraft. Respawn oben auf dem Holz und da steht Snow und er weiß, da steht einer drauf. Das müssen Zinn oder Ghost entsprechend abdecken. Schau nicht richtig, aber hat ein gutes Timing von der Seite zu kommen. Quantum, Muddle, Unterzahl, Zinn wieder offensiv mit wichtigen Infos, auch wenn der Aspot aktuell komplett offen ist. Ist man im 3 gegen 2, auch mit Low HP bei Ghost in der Überzahl? Und wenn er noch einen setzen kann, wäre es wunderbar. Buddy hält den Cross, Quantum ist bekannt, 20 Sekunden, Ghost ist raus. Und jetzt heißt's abwarten. Bombe, offensiv in der Smoke gelegt, aber schöne Prediction Shots.
zwei Runden noch. Und davon braucht man so viele wie nur möglich. Buddy. Der Shot ging ja mal ins Leere. Direkt die Rotation vom Arsbury, während er mittig auch offensiv stand. Zinn defensiv mit einer ersten hohen Flash in Richtung Spots. Ist bekannt, wurde von Nuki gespottet. Bang steht, Apps steht, überall warten sie. Und Zinn kann nirgendwo raus. Aber sie versuchen's. Mindestens Ghost mit der AWP. Und sie haben natürlich wahnsinnige Geldreserven, können also durchaus noch dieses 1 gegen 4 versuchen. Ghost zum zweiten. Ghost nicht mehr zum dritten. Immerhin eine vierte Runde. Schnappen sie sich. Schnell nachbiegen in der Mitte, wenn erstens wieder vorbei ist. Und da steht Buddy mit der M4. Darf jetzt bloß keinen Prediction Shot abbekommen. Darf auch hier nicht zu offensiv pushen. Steht vorm Sessel. Snow, Tux, Muddle. Und Buddy wartet drauf, dass sich da irgendetwas zeigt. Snow kommt jetzt, aber schafft keinen einzigen. Unten Underpass, den Phantom, den hat Mineralbrunnen nicht gespottet. Respawn muss traden, schafft man. Und jetzt ein 2 gegen 3 Retake. Das Sinn fast revidiert hätte, fast zu einem 2 gegen 2 gemacht hätte. Denn auch Snow ist auf 12 HP, ist One-Shot. Die Granate natürlich helfen ungemein. Gibt eine Flash raus. Zinn mit der AWP. Scope sitzt nicht. Respawn pusht durch. Hinten Bank. Kann er nicht rausnehmen. Snow auf 4. Und am Ende heißt es doch noch 5 zu 10 Halbzeit. Es ist machbar. Gerade auf der City-Side. Für die Virtual Gorillas. Da mal noch was umzudrehen. Wir starten rein in die zweite Piste Round. Ein Kit bei Quantum. Keine Granaten, keine große Pistole. Invictus mit Doppelsmoke, Doppelflash und der P250 und dem 5-Mann A-Execute. Erstens Smokes kommen rein. Metal, Tux. Gibt keine CT-Smoke, dafür liegt die. Und da ist der erste im Jungle richtig gut. Tux gedoppelt, getrippelt, schafft das zurück. Metal versucht da zwanghaft eine Gap zu finden, die es nicht gibt zwischen den Smokes. Und es ist eine Ein-Mann-Überzahl für Invictus. Aber eben keine offensive Kontrolle über den CT-Spawn, keine Kontrolle über Stairs und Jungle. Und damit auf die Long Distance mit den USPs durchaus eine Möglichkeit da, den Retake noch zu komplettieren. Quantum, guckt mal, wie das jetzt hier die Stairs gepusht wird von zwei Mann. Buddy aber hält die Seite perfekt frei. Die Pistol Round geht in den Victus. 12. Runde sollte entsprechend ebenfalls sicher sein. Nur dann der dritten gibt es verfrüht die erste Byrons. Diesmal 5-mal B-Execute. Einfach raus. Ein paar Granaten. Kurz gespottet. Snow ist bekannt. Speed 50 Close Distance bekommt dann wahnsinnig den Ampage rein. Faction mit Eagle. Aber instant gedoppelt. Von beiden Seiten das Spot. Respawn hält hinten Apps frei. Und Quantum ist bekannt. Links, rechts. Überall pushen sie ihn jetzt.
Und die Runde geht nicht auf. So langsam wird's brenzlig. Wieder schon fast mit dem Rücken zur Wand bei einem Spielstand von 5 zu 12. Die Virtual Gorillas in ihrer ersten Byron. Fünf M4s, Kevlar und noch zwei Smokes, drei Flashes, kein Kit. Und Invictus hofft erstmal auf den Offensivpush. Der MB ab, Underpass, die Mitte und die Rampe. Underpass, Faction, Quantum bekommen die ersten Smokes in Richtung Connector, Window. Muss also ein bisschen umdisponieren. Versuchen es über den Kurzwalk auf den B-Split, da schnell ein Entry zu bekommen. Faction war blind, aber Buddy kommt dazu spät rein. Headshot sitzt, Faction noch am Leben, guckt immer noch close hinten an der Stairs und der Leiter. Und das sind jetzt. On-Spot, Snow mit der M4 an der Bank, defensiv wartet, Richtung Apps schaut, aber nicht gegen Mineralbrunnen. Und der Spot ist clear. Gorillas in Kitchen, langsam über Kurz, da steht immer noch Ghost und er weiß, Kurz kommt was, aber schafft sich gegen die M4s. Respawn auf 80, Mineralbrunnen auf 40, schaut nur spät Richtung Short, er muss traden, bekommt ein einziges 1 und Quantum ist bekannt auf Kurz. Jetzt einfach defensiv bleiben, er hört die Steps von Quantum. Die Bombe liegt für Kurz, er defused mal kurz an, faked. Oh, er sieht den Job drunter, 7 HP, hat kein Kit. Und Mineralbrunnen gewinnt das Duell. Fast schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Ah, Tux, Forst M4 und ein Kit rein. Kein Kevlar. Bleibt im Default-Aufbau. 2-1-2. Und kurz Mitte gepiekt. Keinen Schaden absetzen können. Quinn nachzupushen. Da muss er aufpassen, dass da aus dem Underpass Mineralbrunnen keinen Blick in Richtung Mitte wirft. Denn dann gibt's einen schnellen, direkten AK-Headshot. Kurzsmog, ab in den Connector. Oh, schöner Eagle-Headshot. Muddle, macht's vielleicht ein bisschen teuer. Mineralbrunnen bekommt auch einen mit, ist runter auf 12 HP, währenddessen Tux im CT und Faction im Jungle steht. Darauf warten, dass sie vielleicht noch eine Chance bekommen. Faction stepped. Oh, Zinn müsste das eigentlich gehört haben, genauso wie Mineralbrunnen auch. Gibt Molotov rein, Tux gebackstepped. Und Faction mit seinen 7 HP in der Diegel. 1 gegen 4, eigentlich ohne Chancen. Letzte Chance. Letzter Versuch in der Byron, dann nochmal irgendwas möglich zu machen. Muddle, Close Rampe, Ordinate, macht schon mal guten Schaden. Ghost, Zinn, doppel das mit AK und AWP. Na, Molotov in Richtung Sandwich, Forced Muddle raus. Erster Entry sitzt, der zweite auch, ist blind. Zinn, schöne Shots. Und na klar, schieben sie jetzt vom B-Spot über den Connector, über Jungle, über CT-Spawn.
Quantum mit einem ersten Trade. Jetzt kommt Faction aus dem Connector raus. Deadloud ist gehört worden. Snork, er müsste bekannt sein. Und es gibt den Backstep von Mineralbrunnen über die Mitte, über den Connector. Da muss Snow also aufpassen. Close Distance und ein Buddy spielt mit der Smog. Quantum pusht raus, der weiß, Rampe steht. Aber nicht. Doch jetzt auch, dass er im Connector noch wartet mit der AK. Runter auf 40, runter auf 0 und ganze 10 Matchpoints für Invictus Esports. Kleinen Vorteil, was die Rifles, aber auch das Equipment angeht. Hat man noch eine Smoke, eine Flash und einen Molotov bei den Virtual Gorillas. Da geht man kurz einfach offensiv. Oh, Buddy hat Glück, aber kann direkt traden. Connector, auch da steht noch jetzt die Flash rein. Quantum blind. Und oben ist es Tux. Und die Trades kommen instant auf den 2 gegen 2. Mineralbrunnen mit gutem Timing gegen die Ramp, gegen Matt. Und jetzt liegt's an Snow in einem 1 gegen 2. Ist bekannt auf Short mit 70 Sekunden. Mit 80, Entschuldigung. Er hat einen Drop runter in Richtung Mitte. Snow pusht die Mitte erstmal nach oben durch. Ja, weiß, dass man in Richtung A-Spot läuft. 60 Sekunden auf der Uhr. 60 Sekunden, um ein 1 gegen 2 auszuspielen. Er hat kein Kit. Er hat nur den Molotov und die M4. Respawn im Sandwich. Mineralbrunnen im Window, schaut Richtung Connector. Und Snow, oh, er steppt. Und die Steps hört Respawn. Oh, das ist unglücklich. Na klar, er muss offensiv gehen. Gibt eine Flash von dem Molotov in Richtung Cross, aber Respawn ist schneller. Und somit heißt es, good game, well played. Invictus Esports bezwingt die Virtual Gorillas mit einem 2:0 auf Cash und auf Mirage.